Dankeschön, ich bin so froh, hier zu sein. Ich bin so froh, dass ich in Köln bin und nicht in München. Punkt. Einfach. Ja, ich war vor 5 Jahren das erste Mal in München und war direkt auf dem Oktoberfest, hatte auch ein Dirndl an und ich muss sagen, geiles Kleidungsstück. Bestes Kleidungsstück, wirklich. Könnte ich jeden Tag tragen. Aber die sind super eng, die Teile. Das sind gar nicht die Titten, das sind die Nieren, die oben rausgucken, ey. Wie enttäuscht musst du als Mann sein, wenn du merkst, dass du den ganzen Tag auf Nieren gestarrt hast? Boah, die geile Nieren, Alter. Boah, richtig geile Nippel. Nee, das sind Nierensteine. Ach so. Geil. Es war aber so ein bisschen komisch, als Türkin so ein Dirndl anzuziehen, weil du fühlst dich ein bisschen zu integriert. So ein Ticken zu doll, ja? Wie so ein Türke, der in der U-Bahn sagt, erst aussteigen lassen. Denkst du, ein bisschen zu doll, Ahmed, komm wieder zurück zu uns. Wir stehen hier bei den E-Scootern. So krass. So, mit was für einer Selbstverständlichkeit diese Leute mal diesen Satz sagen, ne? Erst aussteigen lassen, hallo. Als wäre das so ein Gesetz im Grundgesetzbuch, ey. Artikel 1 ist, die Würde des Menschen ist unantastbar und danach ist erst aussteigen lassen. Wirklich, es war so geil. Was ich richtig geil fand, eine Sache fand ich geil in München, das waren die Haare der Männer. Boah, die haben alle so gesundes, glänzendes Haar, ey. Nicht diese verkalkten Cracknesser, die Berliner auf dem Kopf haben. Wirklich. Die haben alle diese Jungunternehmerfrisur, wo die Welle immer so hoch ist wie der Aktienkurs. Ey, das sind so Typen, die sehen so aus, als wenn sie Mutterleib so Skifahren könnten. Ohne Scheiß, ey. I doubt it, ja? Die werden auch nicht so normal gezeugt wie wir, so banal, so Penis in die Vagina. Ne, da schiebt der Vater eine goldene Kriegskarte, die Schlitzermutter. Und da ist er, der Maximilian. Da ist er, der Ferdinand. Ja. Ich habe keinen Mutterleib, ich habe auch keine Kinder. Aber ich beobachte sehr gern Kinder. Hört sich creepy an, oder? So ein bisschen. Nee, wenn Männer das machen, ist es creepy. Wenn Frauen das machen, ist es, oh, ihre biologische Uhr tickt. Mm. Oder bei einer Frau denkt man nie, dass sie pädophil ist. Wenn du eine Frau auf dem Spielplatz hinterm Busch mit einem Fernglas siehst, denkst du, ja, ist eine engagierte Kindergärtnerin. Also, die... die Frau hat alles im Blick, ne? Das ist gut, ja. Nee, ich beobachte wirklich sehr gern Kinder. Ich finde es immer so komisch, wenn ich so kleine Mädchen auf der Straße sehe, wenn die so 4, 5 sind mit einem Kinderwagen und wenn die schon so Mutter spielen und wenn die so glücklich sind dabei. Ich stelle mich da neben und lache mal ganz gehässig, ey. Ich gucke die an und sag mal so, das ist nicht das echte Leben, kleine Luna. Du hast ein paar Schritte übersprungen. Bis du da hinkommst, musst du erstmal durch die Hölle gehen, ey. Ne? Du musst erstmal angesprochen werden von so einem Typen in der Bar, der sagt, lach doch mal. Mit einem Lächeln siehst du viel schöner aus. Ja? Und dann lässt du dich trotzdem auf den ein, weil deine Therapeutin dir gesagt hat, dass du außerhalb deines Musters auch mal daten sollst. Ne? Und kaum hast du dich versehen, bist du mit so einem Key-Account-Manager von Froster zusammen. Schreibst einen Blog über Wassergeburten. Schneidest Apfelspalten, bis deine Finger schrubbelig werden. Das ist das echte Leben, oder? Wir müssen die Kids besser vorbereiten, ey. Ich bin für so realistischeres Spielzeug. Ich fände so beziehungsunfähige Puppen ganz geil zum Beispiel. Oder? Das ist ja doch geil. So eine beziehungsunfähige Puppe. Du kuschelst so 2 Tage mit ihr, ihr habt die gleichen Hobbys. Und am 3. Tag sagt sie auf einmal, ich habe Angst vor Nähe. Und dann puff ist sie weg, einfach weg. Einfach weg. Und dann siehst du sie im Kinderwagen von so einer anderen an dir vorbeifahren. Zeig dir noch so den Finger, den kleinen Puppenmittelfinger. Das ist echt ihr Leben, oder? Realistischeres Spielzeug. Oder wie wär's mit so einer schwangeren Puppe für Jungs? So eine schwangere Puppe, die Unterhalt verlangt. Und dann gibst du ihr Geld und sie sagt, mehr. Das ist echt ihr Leben, ey. Deswegen spielen die Jungs nicht mit Puppen. Nicht, weil sie denken, sie wären schwul, weil sie danach pleite sind. Deswegen... Noch eine Sache über mich. Ich rede gerne über mich. Ich hab eine relativ tiefe Stimme für eine Frau, glaube ich. So, alle Leute, die meine Stimme hören, die denken immer, ich kann singen, komischerweise. Ich weiß auch nicht, warum. Und ich sage immer, nein. Nein, ich kann überhaupt nicht singen, keine Angst. Und ich hasse Leute, die singen können.
boah, ich hasse sie so sehr. Und ich meine nicht so Popstars wie Beyoncé oder so, ne? Ich meine diese Lagerfeuersänger, diese Schneidersitzsänger. Das sind so Leute, die so Happy Birthday ein bisschen zu gut singen. Ja? Du bist im Büro, du singst mit so einem Kollegen, den du nicht kennst. Und dann hörst du so ein To you. Ey. Und du denkst so, halt die Fresse, Norman, Alter. Halt die Fresse, pack die Gitarre weg, ja? Wir sind nicht bei The Voice, wir sehen, dass du hässlich bist, so. Das sind auch so Leute, die jeden Karaoke-Abend versauen. Du willst einfach nur hin, du willst saufen, YMCA grölen, ja? Und dann kommt Norman auf die Bühne, gibt dem DJ so ein Zeichen, als wäre es eine Band irgendwie so, ne? Mach's den Bass ein bisschen runter, ich steig bei C-Dur ein. Die haben auch immer so eine Musiknote hinterm Ohr tätowiert. Weil Musik ist mein Leben. Ohne Musik würde ich sterben. Und du denkst so, nein. Ohne Wasser willst du sterben. Ich habe auch nicht einen kleinen Wasserhahn hier im Mund tätowiert. Okay, Leute, danke schön. Das war's von mir. Danke.